Moin und herzlich willkommen zur 565. Rohstofftages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstrader am Sonntag, dem 30. Juni 2013. Und der Blick auf die Edelmetalle. Heute kosten wir es mal in aller Seelenruhe aus. Silber, zackatumhafte, plus 5,8%, Gold plus 2,4%, in Euro plus 2,6%, Silber in Euro, da zackatumt es auch ordentlich in der Kiste, plus 6%. Wir sind wieder oberhalb der 15-Dollar-Marke und GDX, ETF des HUIs am allerstärksten, da zackatumt es am allermeisten in der Kiste, plus 7,45%. Mit GDX wollen wir anfangen. Wir schauen heute noch auf Silber, wir schauen natürlich auf Gold, wir schauen auf Kupfer, wir schauen auf Brent und wir schauen noch auf eine Silberaktie, die wir momentan sehr interessant finden. GDX, ETF des HUIs, hat hier eine Trendlinie, hier Widerstand, hier Unterstützung, hier Unterstützung. Wir machen das tiefere Tief, im Momentum können wir es aber nicht bestätigen, wir machen das höhere Tief. Wir haben sehr viel Volumen in dieser Kerze gehabt und mit dieser trendbegrenzenden Linie haben wir aktuell eine bullische Kaltformation gebildet. Wenn man sich das Ganze näher anschaut, da muss man sagen, diese Bewegung hat Potenzial übergeordnet in Richtung 26,30. Da wartet eine größere Widerstandszone auf uns, denn da ist auch noch diese trendbegrenzende Linie der bullischen Keilformation, die horizontale Marke plus ein Gap, was wir geschlossen hätten, und aller Voraussicht nach wird der Markt schon vorher auf die 20-Tage-Linie stoßen. Ansonsten hier in diesem Bereich ist auch noch die 20-Tage-Linie, größerer Widerstand, eher unwahrscheinlich, dass wir bei der ersten Berührung drüber gehen können, aber wenn wir drüber gehen, dann haben wir selbstverständlich weiteres bullisches Potenzial mit dieser bullischen Kaltformation, mit all den Sachen, was ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Wenn man sich SLW Silverviten oder SLW, wenn man das deutsch aussprechen möchte, anschaut, dann haben wir hier eine trendunterstützende Linie. Berührung, Schatten, Körperkante, Körperkante. Ich habe jetzt die Volumina nicht für Sie da, aber wann immer wir hier diese Trendlinie berührt haben, hatten wir sehr, sehr viel Volumen. Und in den letzten Tagen, ich zoome einmal ran, in den letzten Tagen, schauen Sie sich das an, hoppalala, so. Einfach insgesamt deutlich vermehrteres Volumen in diesen ganzen Kerzen. Und wann immer Sie nicht nur eine Kerze, nicht zwei Kerzen, sondern mehrere Kerzen mit vermehrtem Volumen haben und ein bisschen weiter drüber auch so etwas haben, dann bildet sich offensichtlich hier eine übergeordnete Unterstützung. Und wenn Sie dann auch noch im Wochenchart sehen, ja, das hier ist die Stange, das hier ist die Flagge, wir sind unten rangelaufen, haben jetzt einen Hammer gebildet, plus horizontale Marke, hier nicht ganz so sauber, aber hier Widerstand gewesen mit dem Schatten, mit der Körperkante, hier wie gesagt unsauber, zusätzliche Unterstützung plus Hauptbewegung, Nebenbewegung, mit dem Schatten gehen wir leider unter die 61,8% Retracement-Marke. Es wäre schöner gewesen, wenn wir direkt daran abgeprallt wären, aber per Schlusskurs holen wir uns dann wieder die 61,8er Marke wieder zurück und mit dem Volumen und allem, was man sieht, ist die Wahrscheinlichkeit einer bullischen Bewegung aktuell größer. Aber ich will Ihnen noch etwas anderes zeigen. Gucken Sie sich das an. Wir haben immer noch hier eine K&D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er Marke. Deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass der Markt jetzt bam, 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 bam so macht. Nee. Wird er aller Voraussicht nach nicht machen. Der wird was Bullisches machen, dann wird er wieder mal zurückkommen und dann wird sich irgendwo noch eine Formation bilden und dann wird er etwas machen. Wir werden diese Zone trotzdem nutzen, um eine erste Position hier im Markt aufzubauen. Wegen des Volumens, wegen mehrfacher Unterstützungszone, was wir gesehen haben. Wichtig ist aber auch, dass man sich klar macht, Freunde, wir haben jetzt hier bis zu dieser Trendlinie in etwa 10% Platz. Und wenn man 10% Risiko hat, dann hat man definitiv viel Risiko im Markt und deswegen will man nicht das Risiko im Geld haben. Also eine kleine Position spielen und sich auch klar machen, dass es sein kann, dass der Markt noch einmal zurückkommt an diese Trendlinie. Da kriegt man noch eine zweite Chance. Prozyklisch kriegt man noch eine Chance. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass Sie das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, nutzen, um sich noch einmal darüber Gedanken zu machen, was Risikomanagement und was Money Management bedeutet. Und was, wenn irgendein Analyst zu Ihnen sagt, $100 kommt, dass man nicht dann all in geht, sondern dass man sich darüber Gedanken macht, was könnte denn passieren, wenn vor der $100, ich bin ja kein Fundamentalanalyst, ich kann mir das nicht erlauben, ob jetzt zu sagen, ob jetzt die $100 kommt oder nicht, aber bevor die $100 kommt, dass der vielleicht doch nochmal unter die $20 fällt. Und ich wünsche mir, dass Sie sich klar machen, okay, das ist eine Chance, ich packe eine Position rein, ich kann nachts schlafen, ich packe nicht mein ganzes Geld rein, ich werde nicht gierig. Und wenn der Markt nach oben anfängt, irgendwann mal bullisch zu laufen, dass ich mich daran erinnere und sage, ja, ich hatte 10% Risiko im Markt, das war das größte Risiko, was ich damals eingehen konnte, wenn ich vernünftig mit meinem Geld umgehen möchte. Deswegen
eine Position. Es werden noch weitere Möglichkeiten kommen. Und das zweite ist, versuchen Sie jetzt nicht wieder einen Home Run. Also nicht hier, ah, das hier ist die Stange, das ist die Flagge und jetzt kommt die Stange, also ich verkaufe das Ding bei $65. Nee. Erste größere Widerstandszone ist hier nämlich diese horizontale Marke. Hier Unterstützung gewesen, mit dem Gap abverkauft worden, nicht mehr reingekommen und wieder abverkauft worden. So, jetzt stellen Sie sich vor, der Markt kommt hier hin und da kommt nochmal richtig Volumen rein und vielleicht brechen wir das. Genauso wie keiner geglaubt hätte, dass wir so etwas bei Silber machen, entsprechend bei Silver bieten. Genauso kann sich auch keiner vorstellen im Moment, das ist ja klar, jetzt muss er steigen. Nee, muss er nicht, der kann auch weiterfallen. Eine Position kann ausgestoppt werden und deswegen beachten Sie bitte Ihr Risiko. Das ist die einzige Position, die wir jetzt bei den Edelmetallen für die nächsten Tage platzieren werden als Unterstützungstrade. Alles andere werden wir prozyklisch machen. So, jetzt schauen wir auf Silber. Silber, und vielleicht erlauben Sie mir noch eine Bemerkung, es hat sich ja der ein oder andere kritisch darüber geäußert, dass ich gesagt habe, das hier bitte vorsichtig, wenn dann über die kleinere Zeiteinheit. Das hier bitte die Low Base, vorsichtig, bitte über die kleinere Zeiteinheit traden. Was passiert ist, wir haben zwar eine sehr bärische Bewegung gemacht, Doji, jetzt kommt die bullische Gegenbewegung. Durchaus möglich, dass sie hier zum Beispiel einen Teilgewinn realisiert hätten, wenn sie das auf Swing-Basis getradet hätten. Aber seinerzeit, schauen Sie es an, das war die Unterstützung, sie hätten in die nächste Unterstützung reingetradet. Und das, was hier 2 Tage später passiert, das hätte auch hier passieren können. Und dann geht der Markt bärisch rein und dann macht das Ding zackatum und kommt wieder zurück. Und das war auch der Grund, warum ich Ihnen gesagt habe, kleine Zeiteinheit, der Markt ist spät bärisch. Aber wir müssen ihn jetzt nicht kaufen. Haben wir auch nicht gemacht. Jetzt kommt der Markt zurück und bestätigt, obwohl er kurz drunter geht, diese Zone zwischen 1920 und 1954. Wir haben noch keine Kaufformation. Das, was wir immer wieder miteinander besprochen haben, ist, der Markt macht hier das tiefere Tief, schafft es aber nicht im Moment, um das tiefere Tief zu machen. Noch haben wir keine saubere Trendumkehrformation auf Tageschartbasis. Und heute schauen wir Tag, Woche, Monat, die kleinere Zeiteinheiten können wir uns dann ja wieder im Laufe der Woche anschauen. Wenn man sich, wenn er es denn macht, klar macht er das. So, wenn man sich den Wochenchart anschaut, wir haben die Zone 2066, bärisch aufgegeben über die 1934, hier. Diese Unterstützungszone, die hat dann am Ende mit einem Hammer gehalten. Auch hier K&D-Linien noch umeinander geschlungen, unterhalb der 20er-Marke. Und deswegen muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass der Markt jetzt bam macht. Einen ersten Schritt in die Tür rein. Das reicht. Sie müssen jetzt nicht all in gehen. Sie werden prozyklisch Möglichkeiten haben und es muss nicht so sein, dass jetzt diese Zone zwangsläufig hält mit dem, was man hier sieht. Das Volumen spricht dafür, dass es eher wahrscheinlich ist. Wenn man sich das auf Monatschartbasis anschaut, wir haben gesagt, das hier. Die 1982 ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Zone, denn wir haben uns viele Wochen und Monate von Januar 2008 bis September 2010 mit dieser Marke beschäftigt und dann sind wir sehr heftig durchgegangen und es ist eher wahrscheinlich, dass diese Zone hält. Noch am Donnerstagabend sah es so aus, als würde sie nicht halten. Am Freitag kommen die Bullen in den Markt und kaufen ihn. Wir schließen ein klitschko-kleines bisschen unterhalb dieser 1982 per Monat Schlusskurs, aber nicht signifikant genug, was den Schlusskurs angeht. Jetzt gilt es im nächsten Monat, das zu bestätigen, diese Unterstützungszone, und noch einmal sich klar zu machen, auch wenn wir hier im Monatschart das tiefere Tief im Momentum nicht bestätigen, haben wir immer noch eine Verkaufsformation. Der Wochenchart hat eine Verkaufsformation, der Tageschart hat keine Kaufformation. Und wenn Sie hier übergeordnet eine Unterstützung kaufen, bitte eine Position. Wenn Sie sagen, ich bin jetzt ein Investment Trader, dann würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie insgesamt 10 Euro übrig haben, was Sie in die Edelmetalle stecken wollen, dann nehmen Sie jetzt 2,50 Euro. Nehmen Sie vielleicht 3 Euro, mehr nicht. Denn Sie müssen sich klar machen, das muss hier nicht halten. Und Sie arbeiten hier eindeutig gegen den Trend. Denn der Trend ist auch über den Monatschart hoch, tief, tieferes Hoch, gleiches Tief, gleiches Hoch, tieferes Tief. Auch über den Monatschart handeln Sie hier gerade gegen den Trend und Sie müssen sich nochmal klar machen, hey, es kann sein, dass es nicht hält. Es kann sein, dass es bricht. Denn wenn man sich den Monatschart bei Gold anschaut, dann muss man sagen, genau über diese Marke haben wir miteinander besprochen. Wir haben gesagt, wenn die Zone per Wochenschlusskurs im Bereich der 1260 nicht hält, dann ist die Zone, die interessant wird, im Bereich der 1179. Der Markt kommt da per
Monatsschlusskurs dahin und macht einen Tief im Bereich der 1180. Das ist eine größere Unterstützung. Aber wenn sie nicht hält, dann geht es hier nämlich in Richtung 970 per Monatsschlusskurs. Ein bisschen drüber ist das dann nämlich im Bereich der 980. Wir haben hier eine Verkaufsformation in der Stochastik. Wir haben viel Volumen hier gesehen. Wir haben noch nicht die aufsteigende Trendlinie berührt. Deswegen haben wir auch gesagt, per Wochenschlusskurs ist die Zone im Bereich der 1170. Je nachdem, wann wir auf diese Trendlinie stoßen, kann auch ein bisschen weiter drüber sein. Wir hatten eine horizontale Marke 1177. Hier. Widerstand, da Unterstützung, das hat jetzt gehalten. Nur, machen Sie sich bitte klar, Leute, es kann auch sein, dass das nicht hält. Dass der Markt noch einmal ein bisschen hochkommt und dann diese Linie bricht. Und dann kommt richtig Panik auf. Und dann schreien alle, oh, jetzt ist sowieso Game Over. Und dann testet er nochmal die Tausender. Testet vielleicht die 950. Da ist natürlich große Unterstützung. Dann, wenn er in die 1000 kommt, kann es durchaus sein, dass er so wie er hier auch ziemlich unser Rund gelaufen ist, damals um die Tausender mal drüber, mal drunter, mal drüber, mal drunter, dass er dann hier hinläuft. Und dann wollen sie noch ein bisschen Pulver haben. Und vor allen Dingen wollen sie nicht völlig nervös werden, wenn der Markt hier nochmal 20% nach unten macht. Das kann er theoretisch machen. Bitte machen Sie sich das klar, denn im Wochenchart bestätigen wir hier das tiefere Tief. Auch im Momentum. Das tun wir im Monatschart nicht. Das muss hier nicht zwangsläufig das Ende sein. Durchaus ist es möglich, warten Sie, ich zeige Ihnen kurz mal was bei GDX. Durchaus ist es möglich, dass der Markt irgendwo hinläuft, eine potenzielle Unterstützung wie seinerzeit hier. Es war sehr, sehr viel Volumen. Schauen Sie sich das mal, wie viel Volumen hier war. Und damals habe ich gesagt, Leute, dieses Volumen bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir jetzt eine Trendumkehr kriegen werden. Und damals waren wir bei 28 Dollar. Und dann ist der Markt abverkauft worden an 22. Das sind nochmal, jetzt will ich nichts Falsches sagen, das sind 6, ja, das sind 25%. So, jetzt haben wir hier sehr, sehr viel Volumen gesehen. Und deswegen muss das Ding hier nicht halten. Der kann auch noch ein bisschen tiefer kommen. Der kann auch nochmal in die 1000-Dollar-Marke rankommen. Versuchen Sie sich über Ihr Risiko bewusst zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Und deswegen, wenn, dann eine Position, eine kleine Position. Wir werden hier kein Investment-Trading betreiben, sondern wir werden hier ein Positionstrading mit Silberbieten betreiben. Und noch einmal, wenn wir uns noch einmal den Tageschart anschauen, immer wieder, vielleicht einfach nur für die Zukunft, miteinander besprochen, Leute, wenn was richtig Bullisches in den Markt kommt, was das voraussichtliche und vorübergehende Ende der Bärenzeit ankündigt, dann kommt das mit viel Volumen und mit einer sehr, sehr heftigen bullischen Bewegung. Und deswegen galt es auch nicht, ich hole ihn nochmal kurz Silber im Tageschart raus, deswegen galt es auch nicht, jetzt einfach hier die 22 zu kaufen. Und dann galt es auch nicht, einfach die 20 zu kaufen, sondern zu sagen, ey, der Markt wird mir das schon zeigen und ich bin cool genug und sag mir, ja, okay, von mir aus gehören mir die ersten 10% nicht. Nur, es hat halt den Vorteil, und darüber haben wir ja letzte Woche miteinander gesprochen, das war das Beispiel mit dem Boden. Dass man nicht einfach in ein schwarzes Loch reinspringt, sondern, ah, okay, jetzt ist Volumen gekommen, jetzt ist eine heftige bullische Kerze gekommen, vor allem, was auch ganz typisch ist, ne, Low Base, wird bärisch aufgelöst, jetzt denken alle, oh, jetzt ist aber vorbei und dann kommen nochmal die Bullen zurück. Auch ganz typisch. So, und dann kannst du in den Markt gehen, da kannst du auch viel ruhiger schlafen, weil du kennst dein Risiko nach unten. Und das ist das, was ich versuche, Ihnen zu vermitteln, dass Sie nicht immer wieder unsystematisch verbilligen müssen. Okay, wir haben jetzt die bullische Bewegung gemacht. Wir haben aber auf Tageschartbasis unterhalb der 1240, 1256 geschlossen. 1240, 1256. Was war denn das eigentlich? Gehen wir nochmal ganz weit zurück in der Zeit. 1240, 1256. Widerstandszone, bullisch aufgelöst worden. Was passiert danach? Sie haben es hier im Auge. Bullisch, bullisch, bullisch und immer weiter bullisch und immer weiter bullisch. So, die hat nicht gehalten. Was kommt denn da drunter? Da drunter kommt auf Tageschartbasis erst die Zone bei 1161. Denn hier, nicht ganz sauber, Widerstand durchgegangen, Unterstützung, Unterstützung und dann kommen wir wieder an die 1260. So, jetzt gehen wir wieder zurück, also nach vorne. So, da sind wir nicht ganz rangelaufen. Diese Zone haben wir uns noch nicht zurückgeholt. Wir haben noch keine Kaufformation in der Stochastik, das Momentum kommt zurück. Wie bei Silber, das tiefere Tief hier im Chart, das wird aber hier nicht bestätigt. Ich kann hier noch keine bullische Kaltformation auf Tageschartbasis zeichnen. Das heißt, prozyklisch bzw. Trendumkehrformation haben wir hier nicht. Wir haben eine Kerze, wir haben viel Volumen gesehen. Wir haben auf Tagesbasis immer noch Widerstand vor der Brust. So, wenn man sich das, Moment, noch einmal Gold im Wochenchart, heute geht es ein bisschen durcheinander, macht nichts.
Ich hoffe, es bleibt dynamisch und nicht durcheinander. So, Folgendes klar machen. Wochenchart, keine Kaufformation. Der Markt kann ein bisschen hochgehen, kann nochmal zurückkommen und kann noch einmal vielleicht die Trendlinie testen wollen, was wir noch gar nicht getestet haben. Eine Möglichkeit ist, der Markt macht jetzt wirklich eine heftige bullische Bewegung. So bullisch, 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 bullisch und wir laufen so in einem Richtung 1420 zum Beispiel. Möglicherweise laufen wir noch ein bisschen drüber. Das wäre nicht so gut. Denn wenn der Markt so heftig abverkauft wird, schauen Sie sich das an, wenn er so heftig abverkauft wird, zackatum, 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 wird immer schneller und dann wird er heftig bullisch, dann wird er aller Voraussicht nach noch einmal so eine Gegenbewegung machen. Und diese Gegenbewegung kann entweder an die alte Unterstützungszone mit ein bisschen drunter, ein bisschen drüber laufen oder kann auch nochmal heftiger laufen und sogar diese Trendlinie brechen. In meinem Dafürhalten wäre es ganz schön, wenn der Markt hier so ein bisschen so hoch, runter, so ein bisschen langweilig noch einmal die Zone testet und das Interesse schon so ein bisschen schwindet und dann fängt er wirklich an, hier so einen Boden zu bilden, in aller Seelenruhe. Das heißt, wir haben hier zwei Möglichkeiten, entweder lange seitwärts mit der Möglichkeit der Bodenbildung. Andere Möglichkeit ist jetzt eine heftige bullische Bewegung, die dann aber auch aller Voraussicht nach wieder abverkauft werden sollte und wir dann diese Zone in diesem Bereich, muss nicht exakt sein, noch einmal sehen. Die dritte Möglichkeit ist, wir lösen das noch einmal bärisch auf und laufen dann nochmal in Richtung 1070, 1970, was auch immer. Muss er nicht machen, kann er machen und deswegen beachten Sie Ihr Risiko. Und haben Sie immer einen Plan B. Davon lebt der Handel an der Börse, nämlich davon, dass es unsicher ist. Und wenn Ihnen irgendeiner sagt, ich bin mir sicher, es passiert das und das, dann werden Sie vorsichtig. Denn nichts ist an der Börse sicher. Davon lebt ja die Börse, von der Unsicherheit, dass die Leute Ängste kriegen, dass die Leute Gier bekommen. Und wenn es Analysten gibt, die Ihnen Sicherheit vermitteln, dann sollten Sie sich sagen, vielleicht sollte ich mir jemand anderen anhören. Vielleicht sollte ich mein eigener Analyst werden. Und bevor wir miteinander Kupfer besprechen, vielleicht noch ein letzter Satz zu den Edelmetallen. Wenn Sie den Mund voller Schokolade haben und auf dem Tisch die leckerste Schokolade der Welt liegt, dann ist es ganz einfach. Sie kriegen nicht mehr Schokolade in den Mund rein. Also wenn Sie schon großes Risiko im Markt haben und größere Verluste hinnehmen mussten, Buchverluste und keinen Stop-Loss hatten, dann hören Sie auf, jetzt noch unsystematisch zusätzlich zu verbilligen und Ihr Risiko zu vergrößern. Sie haben Ihre Chance dann vorher schon verspielt. Machen Sie sich bitte klar, das muss nicht halten. Werden Sie jetzt nicht gierig, kaufen Sie jetzt nicht noch mehr nach, wenn Sie jetzt schon ordentlich im Risiko im Minus sind. Ganz egal, was als nächstes passiert. Und wenn der Markt von hier aus dreht und 100% sofort nach oben rennt. Sie dürfen nicht Ihr Risiko überstrapazieren. Es ist extrem wichtig. Kupfer macht hier im Bereich der Dollarmarke eine Low-Base-Formation, nachdem wir miteinander besprochen hatten. Das ist jetzt auch schon einige Tage her, dass der Markt hier eine horizontale Marke im Bereich der 3,26 bärisch aufgelöst hat. Und wenn er noch einmal zurückkommt, dann kann man diese Zone nutzen und was bärisches traden in Richtung der 3,12. 3,12 hält nicht, wird nochmal bärisch abverkauft. Jetzt machen wir eine Art Low-Base-Formation über den 4-Stunden-Chart, über den Stunden-Chart. Sieht das auch aus wie eine bärische Wimpelformation. Wir haben eine K- und D-Linie um die 20er, umeinander umschlungen. 3-Dollar-Marke ist eine sehr, sehr wichtige Marke. Wenn die 3-Dollar-Marke fällt, ist das eine psychologische Marke und der Markt kann ziemlich heftig abverkauft werden. Wir haben aber auch eine bullische Keilformation hier. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und der Markt hätte potenzielle Unterstützung im Bereich der 2,93, 2,94. Diese bullische Keilformation wird auch hier bestätigt mit dem höheren Tief im Momentum. Der muss nicht halten. Es kann auch sein, dass der Markt sieht, oh, mit dem Schatten, was hier aufgegeben wird, das ist bei 2,98, wird hier die 3-Dollar-Marke ganz klar bärisch aufgegeben und werden heftig abverkauft. Und wir gehen hier rasseln da sogar durch. Nur, wenn Sie ein System haben, halten Sie sich an Ihr System und sagen, okay, ich habe nicht nur die Trendlinie, sondern guck dir das mal an, ich habe auch noch hier eine horizontale, 3,05, darunter 2,92, nämlich hier Unterstützung und hier ein Schatten. Trade ich nicht. Sieht extrem bärisch aus, aber es passt von meinem Chancen-Risiko-Verhältnis nicht. Wir gucken uns das an. Es ist durchaus möglich, dass wir in 2 Tagen dann, was weiß ich, hier unten sind und alle sagen, oh Mann, sind die doof. Warum haben die das denn nicht getradet? Hinterher ist es immer ganz einfach. Und ich sage immer unseren Mentorschülern, Leute, wenn irgendwas vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht passt,
auch wenn das extrem bullisch und bärisch aussieht und ihr tradet es nicht und das Ding wird dann auch bullisch oder bärisch, je nachdem, dann seid stolz auf euch. Man muss sich über sein Risiko im Klaren sein. Man muss immer gucken, Mensch, wohin trade ich denn? In das Messer der Bullen hinein? Nee, sollen mal lieber andere machen. Wir werden diese Unterstützungszone nicht kaufen. Aber wir wollen nicht in diese Unterstützungszone bärisch reintraden. Brent Crude macht eine sogenannte Tweezer-Top-Formation, also gleicher Schlusskurs, unterschiedliche Schatten, unterschiedliche Körper. Gleichzeitig haben wir hier eine bärische Kerze, das ist eine sogenannte bärische Harami-Kerze, denn der Körper dieser Kerze wird innerhalb des Körpers der anderen Kerze gebildet. Und dennoch ist es keine bärische Harami-Kerze, denn eine bärische Harami-Kerze kommt am Ende einer übergeordneten bullischen Bewegung zustande. Also bullisch, 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 bullisch. Und wenn das hier wäre, dann wäre es eine klassische bärische Harami-Kerze. Wenn es am Ende einer Nebenbewegung kommt, weil wir sagen, also das ist die Hauptbewegung und das ist alles Nebenbewegung und das ist die Nebenbewegung von der Nebenbewegung, dann zählt das nicht so ganz. Was wir gemacht haben ist, wir hatten ja hier eine Trendlinie bärisch aufgelöst, wir gehen wieder zurück. Brent Crude macht uns hier ein bisschen fertig, denn wir müssen wieder die Trendlinie runterziehen und sagen, okay, ist hier beachtet worden, Körperkante, Schatten, Körperkante. Wir scheitern jetzt an der 20er, an der 50er, wir hatten ja unser Stop-Loss etwas drüber und bleiben nach wie vor im Markt und lassen den Markt entscheiden, was als nächstes passiert. Der Wochenchart spricht für uns. Wichtig ist, wir traden immer mit einem Stop-Loss und wir traden immer eine kleine Position, denn es geht nicht darum, mit einer Position reich zu werden. Mit einer einzelnen Position werden Sie nicht reich, sondern mit einer einzelnen Position werden Sie arm. Wir traden systematisch, wir kennen unser Risiko und deswegen fällt es uns auch sehr leicht, an unserem Stop-Loss festzuhalten. Traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, das nächste Update zu den Rohstoffen, zu den Edelmetallen gibt es selbstverständlich am Montag wieder. Da schauen wir wieder in die kleineren Zeiteinheiten. Sind wir für Sie da, wenn Sie mögen. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich bald gesund werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamedes Nashari alias Wolke P.